Also herzlich willkommen zum nächsten Teil von Portal 2 Let's Play, und das müsste jetzt die Folge 6 sein oder Ende oder die Folge 7, also ich bin nicht sicher. Entweder eine von den zwei. Ja. Und drücken wir den Knopf. Ja. Und geschafft. Gerade so. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Okay, gut zu wissen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Kein Vor, kein Zurück mehr. Okay, jetzt da runter, das ist jetzt quasi hier von einem alten, von einem anderen Test, da das abgezapft und dann bin ich direkt umgewiesen. Ich glaube, das habe ich noch in der letzten Folge gemacht. Ich bin sicher. Auf jeden Fall, ich glaube, den tollen Test da habe ich noch in der letzten Folge gemacht. Nein, da bin ich in der letzten Folge reingekommen, genau. Ja, genau. Und dann habe ich ihn jetzt in der zweiten Folge gelöst. Das heißt, und von dem Test habe ich jetzt quasi das G gerade abgezapft. Ich hab's verwendet, um hier hochzukommen. Hörst du das? Es bedeutet, du verbringst zwischen den Tests sehr viel Zeit in dem Flur. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ein bisschen, wenn ein paar Wunden fliegen, die ihnen Retter in Europa wie Arzt trennen könnten. Ich war niemand davon auf Kampfer, Dach oder Goldschirmer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid kontrolliert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Ich weiß nicht, irgendwo sind. Ich habe gerade das Achievement bekommen, guter Fang, weil ich so schön gefangen habe. Aber wahrscheinlich bekommt man das nur, wenn man speziell fängt. Ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht, wenn man es in den ersten 20 Sekunden fängt. Ich habe keine genau. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es wahrscheinlich. Ich vermute mal, es ist eine genaue Zeit. Dann wisst ihr auch, dass es dieses Achievement gibt und dass ich es jetzt auch erreicht habe. Die müssen dann quasi den Cube jetzt ansoßen und den Strich jetzt weg und dann kann ich hoch. Bei der Forschung geht es nicht um das Warum, sondern um das Warum nicht. Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Na, warum nicht? Sonst macht's ja keinen Spaß. Ja, stimmt, genau. Wir haben erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken hauen. Wenn wir sie achtkantig rausschmeißen. Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du, Sachen packen. Durch die Tür, rein ins Auto. Gute Fahrt. Einfach just eins in the waiters. Okay. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Lebwohl, Carolyn. Sag tschüss, Carolyn. Lebwohl, Carolyn. Ich hab's auch schon oft erwähnt, ich hab dieses Spiel schon durchgespielt. Reiner, also schießen wir kurz das Portal dahin, weil sie es vorher nicht konnten. Und jetzt sind wir quasi rüber, weil wir gerade, als wir da waren, konnten wir nicht durch dieses Glas hier schießen. Und deswegen musste ich erstmal runterspringen und auf die andere Seite und dann das Portal schießen. Ja, genau. Und damit das hier aufgeht, muss man übrigens die Schalter hier drücken. So, ja. Gehen wir weiter. Und dann geht die Tür auf. Das ist für die Gele angehen. Das Blaue und das Orangene. Gibt's auch das Weiße, das jetzt im Wegwaschen, aber. Ne. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Das war auch, ich bin jetzt versehentlich auf einer dieser Fähren gelandet, weil ich ein bisschen zu schnell war und so. Nicht dadurch einfach gleich wieder runtergefallen und durch. Ich habe einfach nichts gemacht, weil ich dachte, dass
ich oben lande und ich warte mal dann so kurz. Ich habe meine Hände natürlich an der Tastatur, aber wirklich halt nicht, weil ich denke, dass ich gleich wirklich oben bin und. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Life von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar? Ich würde euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt noch mal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen. Und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Okay. Na Spaß. Hier ist ein Feature. Ihr bekommt ja ein Achievement. Und die sind auch noch so schön. Wenn du gegen Erdnüsse allergisch bist, sag es jetzt. Denn beim nächsten Test verwandelt sich dein Blut eventuell vorübergehend in Erdnussbutter. Wenn das klappt, muss für uns ein neuer Nobelpreis erfunden werden. Also, im Namen der Wissenschaft. Der Mensch besteht zu etwa 60% aus Wasser. Das finden wir übertrieben. Wenn du dich im nächsten Test dehydriert fühlst, ist das ganz normal. Wir testen mit Triebwerken und schauen, ob wir den Wasseranteil auf 20-30% drücken können. Das? Beim nächsten Test geht es um Teleportation, die aber nicht für alle Hauttypen geeignet ist. Merk dir also gut, welche Haut dir gehört. Und wenn sie nicht mit dir teleportiert wird, dann tun wir unser Bestes, sie wieder an dir festzunehmen. Geil. Und hier bekommt man nämlich so dann Achievement, weil das so ist. Also aus Half-Life 2 ist das irgendwie mit dem Schiff und so. Jo. Können wir hier wieder rausgehen? Dann ist es echt so ein bisschen hinter einer Ecke versteckt. Kommt echt mal so nicht drauf, ob da aufgehen könnte. Hier entschließt ihr sogar Portal hin und dann hier Portal und dann so. Ich fliege jetzt nämlich so perfekt hier so rüber. So. Und dann. Ist sie nämlich klar, was? Du tötest doch gern, könntest du. Au! Diesen Vogel für mich. Oh, danke. Hat den Vogel gleich für mich. Der redet jetzt auch ziemlich lange, was? Ja, ich lasse ihm mal nicht alles labern, weil es lange braucht. Hat sie sowas gekommen? Ja, ein paar Sekunden. Das halbe Zusatzvolt vollbringt auch keine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke, frittiere ich die Kartoffel. Noch ehe wir alle als Atomkids verkochen, die dieser kleine Idiot noch. Das ist ein bisschen. Sie wollen ein bisschen was abbekommen. Das Licht ist jetzt aus. Das Wiedersehen. Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto schau mal, das leuchtet. Obwohl nur Cave Johnson redet. Sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Was er redet? Niemand hier, wenn jemand redet. Und zwar, man sieht auch, wenn nur Cave Johnson redet. So. Jetzt haben wir eh schön. Jetzt was zum Speeden. Ich springe direkt so rein. Also hier durch. Ja. Und dann schießen wir das Laubbutter mal hier hin. Weil die laufen ziemlich hier rüber. Die ist halt nicht die Cube. Und weil wir jetzt blau da oben hingeschossen haben, kommen die hier hoch. Und dann können wir das Blau hier hinschießen. Wir können den Knopf wieder drücken. Warten. Dann gehen wir rein und können hier rüber noch rennen. Und dann holen wir uns den Cube. Wieder nach da hinten gehen. So.
wir hier wieder durch und dann legen wir hier den Cube drauf. Und dann können wir hier hoch. So. Dann nehmen wir hier, sind hier ein Portal. Und dann setzen wir hier ein Portal. Gehen hier durch. Und rennen ein Stück wieder hoch. Und dann rennen wir ein Stück in die andere Richtung. Da rein. Und dann drücken wir den Knopf. So schön. Gehen wir schnell wieder durch. So. Ja, hier ist jetzt der nächste Test, aber man kann, also das ist ein Feature, man kann da hoch, und man kriegt ja auch kein Achievement, ich frage mich auch, wozu das hier ist, aber es ist halt da. Man kann hier oben halt dann rein und hier oben dann auch runterschauen. Es ist halt da. Meine Speedrun hat ja auch jemand mal irgendwie den Cube dann rausgeholt, aber das weiß ich gar nicht, wie es geht. Und das ist auch irgendwie ein bisschen, also quasi ein bisschen durchbanken und so. Mach ich auch nicht. Warte, vielleicht kann ich ja. Auf dieses Geländer drauf. Vielleicht geht das ja, weißt du, und dann. Das kann natürlich gut sein, aber ich. Das ist es halt nicht. Ja, geht. Und wie das geht, das war ja echt chillig. Das hab sogar ich geschafft. Kann jetzt, glaube ich. Ja, es ist jetzt Portal locket, da durchgeschossen. Kann ich das kann ich hier durchgehen? Und. Mist, ich hätte natürlich vorher. Ich würde mal kurz nochmal, weil wenn ich das jetzt gerade. Das ist relativ, das geht jetzt echt relativ einfach, wenn man gerade auf. Wenn ich den Cube mit nach oben genommen hätte. Wenn man das quasi hat, dann kann man den Cube erholen. Einfach mal das mit. Ich probiere es nochmal einmal. Einmal probiere es noch. Okay. Nur so ein bisschen noch Spaß mit. Nur so, das Test, ob das überhaupt wirklich funktioniert. Oder so. Jetzt müssen wir schnell ein bisschen nach oben sitzen. Genau, ein bisschen nach oben auf die Seite. Echt relativ einfach, also hätte ich mir jetzt nicht ganz einfach vorgestellt. So, jetzt können wir quasi hier so durch, kann sich den Cube mitnehmen. Zwar nicht so gedacht, aber verraten kann. So. Und hier oben auch durchschießen. Ich meine, wenn ich jetzt hier auf den wieder aufs Gelände drauf gehe. Ja. Aber ich kann ja auch mit dem Kiwi aufs Gelände draufgehen. So. 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 Dann kann ich da vielleicht sogar total durchschießen, aber so dem ist ich kann. Wow. Das war natürlich geil, aber wir haben es ja gesehen, dass es klappt. Und ich habe jetzt keine Lust, es nochmal zu probieren. Also, ja, ich denke, es passt. Also, habt ihr gesehen, dass ich. Das ist ja. Aber gut zu wissen, oder? Also, interessant. 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 Okay, also, es ist natürlich gespeichert. Na gut, machen wir es einfach mal schnell. Irgendwie den Cube angestoßen und somit den lassen wir okay, stehen. Emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Na, aber in Ruhe. Vielleicht kommen wir noch durch, ob ich gerade das rauszuholen. Also wir haben es jetzt auf jeden Fall gesehen, dass der Cube da auf jeden Fall rausholbar ist. Also das könnt ihr machen. Aber das Produkt bringt euch ja nichts, weil. Ja. Ich habe genau eine Mitte schießt, egal wenn man schießt. Ah, lol. Jetzt habe ich natürlich
Voll die Arsch. Ich wollte eigentlich da hinschießen. Knopf nochmal drücken. Warten. Und jetzt dann Portal da hinschießen. Portal da hinschießen. Portal da hinschießen. Und dann Knopf drücken. So. Ach stimmt, dann wird das weggewaschen. Ja, wir müssen nochmal schnell. Das und dann das. Und dann das. Okay. Das war's. Was haben wir hier? Und quasi die nächste wird später auf diese Stelle geschleudert. Das müssen wir jetzt hier hoch. Auf der anderen Seite quasi. Und dann haben wir quasi hier, müssen wir weiter geschleudert werden. Und dann schließen wir uns dahin. Das heißt, wir können jetzt hier durch, kommen hier rüber. Können das auch schon total da hinschießen. Und wenn wir jetzt rennen und dann automatisch springen. Dann geht quasi fast durch. Kriegsheld und oder Olympiasieger. Mit deiner Hilfe verändern wir. Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst doch. Das Ding nennt man Aufzug, das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Kennst du ihn? Ja, vor allem, weil du auch bei ihm immer dann noch diese Leuchteffekte bekommst. Na, Spaß, das kommt. Ich glaube, es haben die irgendwie reingemacht, dass die einfach leuchtet, wenn jemand was redet. Aber sie nicht so gut übernehmen müssen, aber ich weiß gar nicht genau. Wer noch weitere $60 verdienen will, sagt bitte Bescheid. Dann stopfen wir euch $120 in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen, wie neu. Schon noch wahrscheinlich mit dem Level geredet, ja, das nützt, deswegen leuchtet sie auch nur. Ich bin nicht sicher, vielleicht ist es mal ein Stativ aus. Hä? Er sieht es da, da geht's nicht weiter. So. So. Dann blau hier. Wollen wir kurz? Komm schon. Ah, geht doch, okay. Gut. Außer ist es natürlich auch blau. Jetzt. Na, no, blau ist dann fertig. Können hier drauf und dann perfekt hier hochspringen. Schön. Und dann weg. Schießen wir mal das Dampfportal hin und dann hier ein Portal. Hier ein Portal hin. So. Okay. Dann legen wir den Cube hier vorne. Gehen wir mal. Nehmen wir hier vorne ein Portal. Dann hier ein Portal und dann tun wir quasi das gleiche die Decke schon blau machen. Und wenn wir das geschafft haben, tun wir hier ein Portal schließen. Und dann können wir den Cube drauflegen und dann dreht das Ding sich nämlich um. Genau. Und dann schließen wir anschließend nach oben ein Portal. Und schießen. Tun wir das zum Rot machen. Schön. Dann gehen wir hier hin. So. Und jetzt sind wir da wieder ein Portal hin. Und dann wird es hier durchrennen. Haben wir das Speed gleich hier und dann gehen wir perfekt drauf und darüber. Bei Interesse haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt, ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir pfuschen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundumerneuerung. Aus alt macht neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Du hast nicht Update auf die Tumore gegeben. Ja gut, wenn das jetzt kurz geladen hat, dann ist das schon schnell. Ich würde gerade sagen, ich produziere gerade ein bisschen vor und ja, die Folge ist jetzt auch schon wieder vorhin. Es geht zwar wie bei mir wieder weiter, aber ihr seht es halt in der nächsten Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und ciao.